Na, meine Lieben, was sagt ihr zum ersten Auftritt hier des aktuellen BMW 5ers? Und damit möchte ich euch auch schon begrüßen für ein fahraktives Video mit der aktuellen BMW 520D Limousine. Bevor wir allerdings losfahren, darf ein wenig Motorenkunde nicht fehlen. Wir möchten schließlich wissen, welches Aggregat uns hier heute von A nach B bewegen wird. Ich sag's euch, hierbei handelt es sich um den BMW 520D, einer der meistverkauftesten Motoren hier für diese Fahrzeugserie mit 197 PS Systemleistung, 400 Newtonmeter, 1995 Kubik. Sollte eigentlich ausreichen, von 0 auf 100 ist er in 7,3 Sekunden bei einer Vmax von 233. Also genau das Richtige für lange, entspannte Autobahnfahrten. Später im Fahrzeug werde ich euch noch einiges dazu erklären, was es denn aktuell gibt und wo wir vielleicht sogar noch von der technischen Plattform her hingehen können. Das jetzt aber mal heute zu diesem Kandidaten. Ich freue mich drauf, Klappe zu, wir legen direkt los. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, da befinden wir uns auch schon auf den ersten Metern hier in der aktuellen BMW 5er Limousine. Und ich sage euch eins, es fühlt sich unfassbar toll an. Ein sehr direktes, bequemes, sportliches, aber auch irgendwie grazieles Fahrzeug. Für mich ist der 5er ja schon seit Tag 1 der Inbegriff einer vielseitigen Business-Limousine. Und ich denke, genau diesen Anspruch wird auch er hier wieder gerecht. Was haben wir denn für den Marktstart mit euch geplant? Wir bieten aktuell zweimal den BMW 520D mit und ohne Allrad. Die Variante, die ich heute Probe fahre, hat nur den Heckantrieb mit dabei. Es gibt einen 520i mit Heckantrieb. Wenn wir jetzt zu den Plug-in-Hybriden rüberschnuppern, gibt es da dann einen 530e und einen 550e X-Drive. Und jetzt kommt der Clou. Auch beim Thema E lässt sich BMW natürlich nicht lumpen und genau das macht wieder unsere Philosophie hier so deutlich. Wir möchten dem Endverbraucher so gut wie alles bieten können. Es gibt auch noch zwei Elektrovarianten, den i5 E-Drive 40 und für diejenigen unter uns, die es dann natürlich super sportlich mögen, da gibt es einen rein elektrischen BMW i5 M60 X-Drive als Topmodell. Ja, der absolute Wahnsinn und genau das ist auch der Grund, warum ich hier bin und mich so sehr mit der Marke BMW identifizieren kann. Wir bieten einfach so gut wie alles. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich bin den übrigens auch schon Probe gefahren. Das Ding ist eine absolute Wucht, nicht nur von der Power her, auch reichweitentechnisch. Ja, wir lassen das komplette Ziel einfach nicht aus den Augen. Zu guter Letzt, da habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört, es wird ein BMW M5 kommen. Wie viel PS der jetzt genau hat, kann ich jetzt so aktuell auch noch nicht bestätigen. Es wird ein Plug-in-Hybrid sein. Auch da wird sich noch einiges von der M GmbH her tun. Das jetzt erstmal zu unserer Produktpalette. Wir fahren hier heute den aktuellen BMW 520D ohne Allrad mit Heckantrieb. Das ist übrigens ein Mild-Hybrid mit einem 11 PS starken Elektromotor. Auch das kommt natürlich als Unterstützung dazu. Und was man nicht außer Acht lassen darf, wenn ich mich bei diesem Fahrzeug für eine Anhängerkupplung entscheide, kann die bis zu 2000 Kilogramm Last ziehen bei einer Stützlast von 100 Kilogramm. Weshalb dieses Fahrzeug meines Erachtens nach gerade im Business oder auch im privaten Alltag so unabdingbar ist. Ich weiß nicht, was du sagst, Jonas, aber die ersten Meter hier im BMW 5er, die vergehen förmlich wie im Flug. Weil es ist einfach ein unfassbar vielseitiges Fahrzeug. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir cruisen hier mit 120 über die Autobahn. Ich kann bequem die Abfahrt nehmen, aber merke trotzdem, hey, es ist ein BMW mit M-Sport-Paket. Demnach hat er auch ein M-Sport-Fahrwerk. Also ich kann da auch sehr knackig und auch sportiv sicher die Kurve nehmen. Mit einem Lenkrad-Einschlag. Toll, die 12-Uhr-Naht. Die hilft mir noch bei der allgemeinen Orientierung. Und genau das macht das Auto für mich aus. Ja, kommen wir doch ein bisschen auf die Ausstattungsmerkmale zu sprechen. Wir sind hier gerade auf der Autobahn unterwegs, also genau auf dem Terrain, wo sich dieses Fahrzeug wohlfühlt. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, hierüber den Tempomat zu aktivieren. Das ist der Driving Assistant Professional, also mit allem drum und dran dabei. Lenkt und fährt autonom für euch. Ja, ihr Lieben, wir sind auf der Autobahn unterwegs, also genau auf dem Terrain, wo sich dieser BMW 5er Pudel wohlfühlt. Und auch da möchte ich mit euch hinaus, es gibt da eine ganz nennenswerte Sonderausstattung. Da hat sich BMW was bei gedacht, weil die wissen ja auch, hey, die meisten Fahrer von solchen Fahrzeugen, das sind die Langstreckenfahrer.
Die brauchen natürlich auch nochmal das i-Tüpfelchen an Innovation und Komfort. Und daher haben die uns den Driving Assistant Plus hier mit eingefügt. Und der kann was, da müsste ich mal überlegen, ob das überhaupt die Marktbegleitung so aktuell in der Form bietet. Der fährt komplett voll autonom, nicht nur diese 15 bis 16 Sekunden lang, also durchgängig, sofern das natürlich die Gesetzeslage und auch der öffentliche Verkehr zulässt. Und genau das demonstriere ich euch mal. Und da kann er sogar noch was. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aktivierung erfolgt folgendermaßen. Wir drücken hier auf die aktive Geschwindigkeitsregelung, dann auf Mode. Hier können wir uns den Limiter, den normalen Tempomat oder den Assisted Driving Mode einstellen. Und jetzt wartet mal kurz ab. Wir müssen einen Moment warten. Jetzt checkt er die Situation ab. Er merkt, okay. Und jetzt zeigt das mir an. Der Assist Plus in grün ist jetzt aktiviert. Es leuchtet dauerhaft grün auf. Und jetzt zählen wir einfach mal die Sekunden. Früher waren es ja immer so knapp 16 Sekunden, bis das System anspringt. Er hier fährt komplett autonom und selbstständig mit dem Verkehr mit. 130 habe ich jetzt im Tempomat drin. 84 fährt er, also er fährt genau dem LKW vor mir hinterher in einem sicheren Sicherheitsabstand. Und ich könnte das dann auch variieren. Ist das nicht der absolute Knüller? Also ich bin total geflasht und jetzt kommt das Highlight. Wenn wir den Blinker hier antippen und in den Spiegel schauen, dann wechselt er vollautomatisch die Spur, beschleunigt auf die 130 km/h hoch, justiert sich wieder fein und überholt. Schaut mal, ich schaue jetzt wieder in den Spiegel rein, tippe den Blinker an und er geht wieder zurück mit 130 km/h. Und jetzt sollte er wieder aufschließen. Also ich sag's euch, das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Wahnsinn! Schauen wir nochmal. Wir schauen wieder rüber. Er zieht mit. Wir können ja mal schauen, vielleicht haben wir den Assisted View hier mit dabei. Es gibt auch immer mal wieder bei Blickabwendung den kleinen Hinweis, Achtung! Leon, bewahr mal dein Umfeld im Auge. Und das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Wir sehen hier, der Assisted Plus ist voll aktiv. Übrigens, was mir gerade auffällt, man kann hier total super moderieren. Ich muss gar nichts mehr machen, gar kein Auto mehr fahren. Ich kann euch alles in Ruhe erklären. Und ja, hier habe ich meinen Assisted Drive View mit am Start. Dann zeigt er mir an, okay, die Straße ist frei. Er kann auch die Fahrzeuge filtern, ob es ein Fahrzeug, ein Motorrad, ein Radfahrer oder ein LKW ist und checkt dann für mich die Situation ab. Einfacher geht's nicht. Und wie ihr gerade gesehen habt, das sind zwei Knopfdrücker. Dann habt ihr das aktiviert. Und jetzt beschleunigt er wieder auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von aktuell 130 km/h. Ich habe schon seit einer Minute lang meine Hände nicht mehr am Lenkrad. Das ist der absolute Knaller. Ja, meine Lieben, das hier war tatsächlich so das nennenswerteste Highlight vom aktuellen Fünfer. Also wir sind hier schon seit 10 Minuten wieder am Fahren und haben noch nicht einmal das Lenkrad anfassen müssen. Bis zu 130 km/h geht es übrigens. Es ist schon eine Entlastung, weil wenn man sich mal vorstellt, größtenteils, man fährt ja genau in diesen Geschwindigkeitsbereichen. Und es ist einfach sehr, sehr faszinierend, wie genau er das mittlerweile kalkuliert und auch bequem mitfährt. Ansonsten, der Rest, der jetzt kommt, das kommt uns tatsächlich schon bekannt vor. Hier oben im Kästchen blende ich euch mal das offizielle Vorstellungsvideo von dem hier ein. Da werfen wir einen detaillierten Blick auf die Optik und die Technik im Allgemeinen. Und trotzdem hier das offizielle BMW OS 8.5, also die Neuüberarbeitung vom 8er, die etwas intuitiver noch gestaltet ist. Auch da das aktuelle Menü. Selbstverständlich gibt es hierzu auch noch ganz viele verschiedene Videomaterialien, die wir da zur Verfügung stellen, was ihr da genau einstellen könnt, bedienen könnt. Ah, jetzt hat er hier gerade wieder geregelt. Super, er erkennt, dass kein Speedlimit vorgegeben ist und schwimmt trotzdem wieder praktisch mit im Verkehr. Super. Ja, einstellungstechnisch habt ihr die Möglichkeit, wo wir vielleicht bei dem Thema sind, das kann interessant sein, über das Hauptmenü auf die Fahreinstellungen zuzugreifen. Und da gibt es dann den Themenbereich Fahrassistenz. Und dort habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise das Thema Fahren noch weitestgehend zu individualisieren, gerade mit der Speedlimit-Assistenz.
dass beispielsweise die Tempolimits automatisch übernommen werden können, manuell oder vorausschauend. Also da ganz, ganz viele Möglichkeiten beim Fünfer, sich das einzustellen. Gibt es selbstverständlich auch in den anderen BMW-Fahrzeugreihen ausstattungsbedingt. Und hier die Abstandsregelungen neu dazugekommen, rechts überholen, vermeiden. Also auch da, es ist ein sehr umfängliches Feld, aber von der Bedienung her kurz zusammengefasst. Also ich bin mir sicher, dass ihr da bestens mit zurechtkommt. Assisted Driving separat aufgelistet. Wenn euch das mal stören sollte und ihr sagt, ich brauche jetzt dieses Plus-Thema gar nicht, könnt ihr das auch hier über die Schnelle dauerhaft deaktivieren. Und trotzdem alles da, wo es sein soll. Also das OS 8.5, das werden wir heute nicht weiter zusammen beleuchten, weil das kann ja einfach, der Fokus gilt hier wirklich mal auf die Fünfer-spezifischen Sachen. Und wo ich gerade bei dem Thema bin mit der Bedienung, schaut mal her, optional gibt es die sogenannte Crafted Clarity, also wie beim BMW iX, aus dieser Diamantoptik geschliffen, unseren Joystick und auch den Gangwahlhebel. 8-Gang-Automatikgetriebe hat er. Sehr ruhig vom Fahren. Jetzt aktiviere ich mal wieder selber was. Und wir merken einfach, wenn ich Gas gebe im Komfortmodus, 130, 40, ist eigentlich ideal für diese typische Reisegeschwindigkeit. Da spreche ich so von 140 bis 150 km/h. Aber auch unfassbar solide und stabil vom Fahrwerk her. Wir sind jetzt bald bei 200 angekommen. Ich muss nicht viel mitarbeiten. Nur fliegen ist schöner. Also er schüttelt es so gerade so raus, die hohen Geschwindigkeiten. Ich muss gar nicht viel machen. Und die Akustik ist demnach auch sehr leise. Wahnsinn. Also der aktuelle Fünfer, er überragt meines Erachtens wieder auf sämtlichen Ebenen. Dieses Mal natürlich auch höchst innovativ. Ich habe jetzt ja auch schon mehrmals das Thema Fahrgefühl angesprochen. Auch da für die Vielfahrer oder die Urlaubsreisenden unter uns, es gibt hier das Knöpfchen My Modes. Sollte für euch auch nichts Neues sein, wenn ihr schon BMW-affin seid. Für die, die neu dazukommen, da habt ihr die Möglichkeit, den BMW oberflächlich einzustellen. Also ist er auf Personal, meine persönlichen Einstellungen, oder auf Sportiv. Fahrwerk sehr hart, Motoransprechverhalten direkt, das geht bei uns mittels einem Knopfdruck. Efficient ist mit dabei und worauf ich hinaus möchte, wenn ihr mal gestresst seid im Alltag, könnt ihr auf den Relax-Mode gehen. Und nun schaltet sich der BMW sehr entspannt runter. Ich habe hier das Nötigste vorne im Sichtfeld drin. Vom Luftstrom her gibt es dann sehr kalte und warme Möglichkeiten, sich das zusätzlich einzustellen, dass er uns einfach mental während dem Fahren runterfahren kann. Auch das meines Erachtens nennenswert, wenn man sich über solch eine Fahrzeugserie unterhält. So, meine Lieben, zum grünen Abschluss noch einmal der Beschleunigungscheck. 60, gucken wir mal, 100, also es geht sehr, sehr schnell. Auch beim 197 PS starken 520D, also genau das Richtige, was wir so für den Alltag brauchen. Wenn ihr zu diesem Fahrzeug noch Fragen und Anregungen habt, seid ihr natürlich jederzeit willkommen. Kommt vorbei, ruft mich an, wir helfen euch liebend gerne weiter. Denkt bitte dran, das Glöckchen zu aktivieren, gerne auch einen netten Kommentar dazulassen bei Fragen oder Anregungen und dann sehen wir uns spätestens nächsten Freitag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, schöne Zeit!